Ich soll dir was gesagt, ich bin wieder Levin am Start. Heute spielen wir Karriere FIFA 22, ich als Noah Okafor. Ich spiele mit dem Basti, Karriere. Und ja, yeah, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Und ja. Ich hoffe, euch ist okay, wenn ich nebenbei gerade Musik, also ja, Gaming-Musik übertrage. Und ja. Somit fangen wir an mit dem Video. Wir tun zuerst mal nur Aquafor ein bisschen trainieren. Nachher versuche ich nur Aquafor in die Champions League zu bringen. Okay. Oder als Ballon d'Or spielen wollen. So gar nicht. Und ja. Let's go mit dem Video. Hey Basti? Basti? Ah nicht, okay. Du musst aber die Einladung annehmen, die ich dir geschickt habe. Ich habe geschickt auf PS. Nicht, egal, schieß drauf. Leute, ich glaube, das ist schon scheiße. Das ist, wenn wir löschen, wenn wir etwas anderes zuerst, ne? Schuss, ich glaube wichtig, weil hätte es noch nicht so einen guten Schuss. Mal eher das. Als erstes. Nein, Abwehr bekommen wir keinen. Er ist natürlich Stürmer. Mit 2 R. Leute, gell? Also ich habe keine Ahnung, was ich soll dort trainieren. Ich mache irgendetwas, weil Hauptsache wird. Ich versuche ihn auf 90er probieren, also Maximum 80er. Aber und wie ihr hört, ich bin schon erkältet. Das könnte ich auch noch nehmen. Ist das... Okay, das... Das ist ein Lektion noch. Was soll ich als Lektion machen? Gerätchen... Peace! Coco. Ja Leute, Basti spielt Mokoko von BVB. Wir versuchen beide als ihn aufzupushen. Achso, ich muss schießen. Oh. ich glaube knapp 21 oder so, gar nicht. Oh fuck, ey, ich check ihn, ich sehe ihn jetzt nie. Oh, schöner Schuss. Nein, mit links ist kein Linksfüßler, ich sehe es gerade. Ha, geil. Ein Okafor, ich glaube Rechtsfüßler, oder? Oh, stark Okafor. Ah. Ich muss wieder mal neu machen, weil... Oh, stark! Stark! Flachschießen ist zu gut für ihn! Oh, scheiße, hä? Heieiei! Scheiße! Warum muss er geile Latte kurz cool? Ah, fuck, da haben wir Gold getroffen! Komm jetzt locker vor, ja, schönes Kutine. Ja. 1A, hä? Musik aber ist nicht lauter. Okay, jetzt kommen Freistoß. Jetzt kommen Freistoß. Ist gut vor, dass ich Schweizerdeutsch rede, weil ich keinen Bock auf Hochdeutsch.
Okay, okay. Jetzt können wir noch Werbige. Oh, Jungs und Mädels, es ist Freischuss und ich kann mit dem kein Freischuss schießen. Schieß Werbig. Oh nein, schade. Also mit Ockerfall ist wirklich schlecht. Na, schade. Ja, nein. Ja, ja. Ja. Leute, ich und Masse machen immer den gleichen Datum. Also wir werden so viel wie möglich. Nein, wir werden so viel wie möglich. Gleichen Tag und so. Jetzt aber. Ah. So eine scheiß Musik du. Oh, das ist gut gewesen, schön! Oh, das ist geile Musik. Was, ich hörst du es? Was schön? Das ist geile Musik, ehrlich. Leute, wenn ihr der Intro von mir vorher geil gefunden habt, also okay für Anfänger, dann lasst bitte ein Like da und dann soll ich das nächste Mal nochmal machen. Okay, wie soll ich flach schießen? Ich check es euch immer noch nicht. Und Leute, es kommt zu 100%ig der zweite Teil von dem. Ah, lauter kurz. 1A. Es kommt zu 1.000.000% der zweite Teil. Und jo. Jetzt kommen die Flanken. Stark, wer ist das eigentlich? Ich versuche bis Ockerfall so lange, bis Karriere fertig ist. Oh scheiße. Und ja. Bam! Stark. Stark! Nächster Schuss gut gewesen. Leute, es ist sehr gut mit. Also ich finde Ockerfall ist gerade zum Spiel sehr gut. Und nur etwas zum minderen Cam. Ich warte, bis ich PS5 an, weil ich als PS5 Cam bei mir. Ja, alles schöne flachen andere Ecke. Ja, sehr schön. Wann? Nein, schade. Oh, schade, Jungs und Mädels. Aber egal. Was mache ich? Es geht, glaube ich, nur ein einziger, glaube ich. Ich weiß gar nicht, eins oder zwei. Oh, schade. Nein, hey, ich check das Spiel nicht. Hey Leute, das ist ein Scheiß im Fall. Hey Leute, das ist ein Scheiß. Ja, endlich. Ich nicht. Oh. Nein. Hey, nein, Leute, das ist eine Abdruckerei im Fall. Nein, Jungs! Nein, Jungs, das war scheiße. Was soll man machen? Danke. Safety, ja. Oh mein Gott! Nein! Scheiße, ich hab mir zu viel gehabt. Hä, Leute, das ist. Stark, Ockerfall. Stark, Ockerfall! Schau Ocker vor! Nein, ich weiß Ocker vor. Ganz geil. Nein!
Jo, komm. Leute, ich mach noch einmal, wenn ich es jetzt schaffe. Oh man. Fuck. Das ist ja Pech. Nein! So, komm, mach schnell. Ich weiß, das ist geil. Also schreibt es in den Kommentaren, wer zuerst den Ballon d'Or gewinnt, ich oder Basti. Mit Okafor und er ist Nkunku. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Ah, jetzt weiß ich, wie man zu mehr Punkte bekommt. Nein. Ah, jetzt weiß ich, wie man mehr Punkte bekommen. Nein, Mann. Ja, Punkt 200, okay. 2. Ja, okay, 599. Ja. Schon noch eine. Wo eine? So. Ja! Ah! Direkt geschafft, Jungs und Mädels. Zum Glück. Alles A. Okay, okay, okay. Okay, let's go. Okay, ein Basti. Erste Testspiel ab jetzt. Entschuldigung, Jute. Leute, ich bin schon bald der 73er. Das läuft bei mir schon. So, Leute. Das Wichtigste ist, wenn ihr jemanden aufpushen wollt, oder? Dünn so viel trainieren, wie es geht. Dünn auch so viel trainieren, wie es geht. Ja, ich muss immer trainieren. So Leute, wo bin ich? Spiele ich? Ja, als linke Stürmer. Mit Ademi. Startelf. Oh, 1-1 und wer hat's gut gemacht? Okafor, das bin ich, let's go. Aber was blöd ist, das Testspiel, die gilt Dings gar nicht, ist Goals gilt nicht. Leute, ich glaube, es ist glaub, genug Musik für heute. Mhm. Gent, weißt du, Gent? Entschuldigung. Oh, 2-0. Adamo und ich haben. Oh! Unser Captain hat eine rote Karte. Oder ist, war das der Captain? Ich weiß gar nicht. Basti, wie viele Spiele hast du gespielt? Ich warte schon auf dich. Trainieren, Leute. Trainieren ist wichtig. Weißt du, wir sind 5,5 Millionen wert. Ich habe noch nie ins Halbfinale. Und ich habe gerade kein Goal gemacht, aber egal. Halb so wild. Ich muss die Nase putzen. Oh, plus 15, das ist sehr gut. Ey, Leute, ich hoffe, dass das für die Schweiz noch aufgeboten wird. Und jetzt Halbfinale gegen Mallorca? Gegen Mallorca? Doch. Doch. Komisch. Okay Leute, jetzt ist das Halbfinale gegen Mallorca. Oh, 5-4. Oh, ich hab verkackt und auf die Mitte schießen. Okay, also ich hab kein Goal gemacht. Aber ist eigentlich egal. Warte, ich tue jetzt eine Stumme, ob es bringt. Oh nein, doch nicht, warte.
Es ladet, okay, gut. Leute, jetzt Testspiel Finale gegen Angers. Basti, hast du schon ein Ligaspiel gespielt? Oh, bei mir kommt das Dings, wie heißt das Finale Dings, wie was ist das für eigentlich? Oh Leute, ich bin jetzt 73er geworden. Oh, wir verloren, 2-1, scheiße. Oha, warte mal auf mich. Leute, wir sind jetzt 73er meine ich. Im Okafor. Jetzt kommt mein erstes Ligaspiel. Wenn 8. August sind, ne? Oder was? Was für Ding sind, ne? Oh, Okafor, ein Goal. 8. August. Okay, ich bin erst 23. Juli. Ja. Yeah. Jo. Ja. Wie nennst du? Wie lässt du schon kommen? Den Gang einfach. Okay. Ich weiß. Also ich muss mich qualifizieren. Ah, ich komme in die zweite Liga spielen am 1. August. Hoppel. Oh, Ademi hat sogar gut gemacht und ich habe auch gut gemacht. Das heißt, ich habe fast jeder Spieler ein Tor gemacht. Basti, wie viel Goal hast du schon gemacht? Wir haben zwei Spiel, zwei Goals. Oh, genau am 8. August kommt mein drittes Ligaspiel. Sehen wir zuerst trainieren, Jungs und Mädels. Komm, hör mal ein bisschen rauf. Nein. Eins, eins, okay. Leute, wir spulen nur, also wir simulieren, wenn es heute schlechte Gegner sind, wenn es zum Beispiel gegen Dortmund muss spielen, in Champions League oder so halt. Oder gegen Karl, gegen wer, dann spielen wir das natürlich. Hä? 14. August. Oh, aber ich bin 7 Millionen wert. Leute, und noch etwas, ich tue natürlich dann irgendwann auch meinen Verein wechseln, irgendwann, weil ich möchte etwas erreichen, oder? Und jo. Trainieren. Leute, ich habe noch eine Frage. Hat es eigentlich schon geschneit oder so? Weil es bei uns jetzt vorgestern geschneit und es hat eigentlich. Okay, hat eigentlich genug Schnee gekriegt, also ist gekommen. Aber jetzt ist der Schnee weg, weil es geregnet hat. Und ja. Ja Jungs, Mitspieler von uns ist. Koita ist für 5 Tage verletzt. Und ja. 21. August.
zweite Hälfte. Hey Leute, Basti hat er. Oh, Jungs, zweier Pack, let's go. Basti, Leute, Basti ist, hat erst zwei Ligaspiele gespielt und ich habe schon 6 gespielt, oder wie viel? 5. Leute, jetzt sind wir mit Okafor 74er geworden. Let's go, Jungs. Ey, Basti? Okafor war 72er gewesen, oder? Jetzt ist er 74er. Also bei uns läuft das Geschäft sehr gut eigentlich, oder? Keine Ahnung, ich bin 28. August. Oh Jungs, 4-0, oi. Ah ja, Ademi, zweier Packer. Beim Basti, er hat gesagt, bei ihm läuft es gar nicht gut, beim BVB. Und wir sind natürlich erster Platz mit 6 Goals Differenz, 6 Punkte. Die zweite hat 6 Punkte weniger als mir. Wir haben nämlich 16 Punkte und die anderen 10 Punkte. Das ist ein sehr guter Vorteil für uns. Ja, bei uns auch. Das heißt Transfers first. Verkauft den Spieler. Wo siehst du das? Bitte. Ah ja, ich habe gefunden. Ah, oh, sie haben... Leute, mein Verein hat gerade 3 neue Spieler gekauft. Oko, Mantel und Junuzivic haben sie gekauft. 3 neue Spieler, okay. Und sie haben Esquadio. Kopf, Dami. Und sie haben Esquadio verkauft. Kann wie heißt. Ey Basti, ey Leute, wir sind jetzt genau 8,5 Millionen wert. Und du Basti? Keine Ahnung. Ja. Bei mir auch. Ist noch nicht jetzt. Erst nachher. Also jetzt kommt Champions League ins Intro du. Oh Leute, oh nein, noch nicht. Wie viel bist du? Ich bin 8,5. Oh Leute, also ist unser erster Champions League Spiel gegen Wolfsburg. Sollen wir das spielen? Sporting, okay, nein, eigentlich nicht, nein, egal. Leute, wir spielen das nicht, weil Basti ist ein sehr schlechter Gegner. Und wir haben 2-1 verloren. Mit 2-0, 2-1 verloren. 2-1 verloren. Aber ist eigentlich egal. Gegen Wolfsburg, die spielen auch besser, sind besser als wir. Egal Leute, bitte gut.
trainieren. Also wir können es hoffentlich. Ja, wir können es sicher als 75er jetzt, oder? Nein, noch nicht. Hm. 2-1 gewonnen, let's go, Jungs. Basti, was für Datum bist du? Nee. Oh, ich bin von 25. September, gell? Bist du? Ey Leute, ich mache irgendwie keine Ruhe mehr irgendwie. Trainieren? Ich hoffe, der 75er bitte. Nein, doch, eigentlich. Leute, wir sind noch kein 75er, verdammt. Bei mir ist 28. September, neuer Spieltag. Gegen Sevilla. Und du? Wenn wir spielen. Aha. Leute, wir simulieren auch das Spiel, du. Und wir haben sehr verloren, oder? Er hat 3-2 verloren. Leute, nein, wir müssen jetzt Champions League spielen, sonst können wir uns für Champions League qualifizieren. Oh Jungs, Jungs und Mädels, wir sind jetzt 75er geworden. Wir sind jetzt genau 9... Wieso? Leute, wir sind jetzt 75er geworden, also wir sind jetzt genau 9 Millionen wert. Oh, Adami ist 74er geworden, okay. Oh, 0-0. Mhm. Champions League? Gar nicht. Weiß ich doch nicht, also. Leute, ich muss Goals machen, ich mache keine Goals mehr, was ist das? Ah, jetzt mache ich in der zweiten Minute ein Goal, let's go. Oh Jungs, jetzt sind wir. Jetzt ist er schon stabil, wo schon da? Okay. Basti, also ich habe Sevilla, Wolfsburg und Losc Lille in meiner Gruppenphase. Ja, und ich muss das jetzt gewinnen. Ich hoffe, Wolfsburg muss jetzt verlieren. Und dann habe ich vielleicht noch eine Chance zum Stärke. Ah nein, Weltklasse. Okay, jetzt spiele ich nur für... Leute, ich spiele jetzt nur für Okafor. Wer ist das? Das ist Adami? Wo bin ich Adami? Wenn er jetzt trifft, weiß ich auch nicht. Okay, gut so. Gar nicht, wie es heißt. Ehrlich, wenn jemand sieht mein Livestream und er weiß, wie genau wie er heißt, Adami oder ehrlich gesagt gar nicht, dann soll man sagen, wie man ihn richtig ausspricht. Wie ich sage, Adami ist falsch ausgesprochen. Kein Bock mehr.
Miami. Ja, keine Ahnung. Rivalenduell in der UEFA Champions League Vorrunde. Kein Spiel wie jedes andere. Heute sind beide nochmal. Ich bin ganz im Start. Leute, let's go. Aus Okafor. Live bei EA Sports. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ich spiele nur Okafor, Leute. Also nicht wundern, oh nein, Jungs und Mädels, es regnet. Oh nein. Die können führen. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. RB Salzburg gegen. Nein, warum zu mir? Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten. Müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Oh, Jungs, gut. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Was machen die anderen zwei Leute? Chance über außen. Mit hinteren Rennen, nicht laufen. Verteidiger ist oh, Jungs, fuck, sorry. Leute, so ein Laserputzer. Ich hasse, wenn ich erkältet bin. So, die kurze Variante. Oh, Jungs, ich habe den Ball erobert. Auf ihn sollten wir. Ah, Demi, renn, wie schnell. Jetzt wird's vielleicht gefährlich. Komm, komm, Schuss. Ah, Demi, let's go. Da ist das Tor, der Bann ist bereits früh gebrochen. Hey, Jungs, 1-0, hey, Demi, hey. Adeyemi. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Jungs, Adeyemi, 14. Minute Goal. So, da hätten wir also das eine. Dank mir, wir einen geilen Ball erobert haben. Was, wie viel Schuss bei euch? Da gehen sie dazwischen. Können wir eins holen? Adeyemi hat mir gut gemacht. Jetzt die Gelegenheit. Dank mir hätte es gut gemacht im Fall. Benfica, kann ich. Benfica ist viel besser als ihr. Wie gut das? Ich weiß. Ja, das sieht gut aus. Oder Spututu. Aber noch. Nein, Jungs, weg. Und geklärt hier vom Torhüter. Wow, starker Pass von dem Typ. Ah, schade. Gibt er hält berührt. Oh, so ein Arsch. Dritter Spieltag der UEFA Champions League. Vielleicht verletzt. Riesenstimmung, aber so kennen wir diesen Wettbewerb. Und das seit vielen, vielen Jahren ein. Kann man das Teamleistung umzustellen? Nein, also es nicht. Es gibt ja immer wieder mal Stimmen, die sagen, hat er noch denselben Stellenwert? Nein, Leute, nein. Nein. Oh, Glück. Abwehrversuch scheitert. Dann ist das Spiel ganz gefährlich. Und mehr Ball. Oh, stark, Okafor. Nein, Okafor ist ein bisschen zu langsam für das, was ich gerade Welle mache. Aber jo, egal. André. Was wird doch Schweizerdeutsch? Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Scheiße, der hat ihn umbolzt, Alter. So, fuah! Leute, ich muss eigentlich Hausaufgaben machen, aber ich mache alles für euch, mache ich. Macht das der Pass. Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Özcelil hat hier bisher deutlich mehr Ballbesitz. Aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt es bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Nein, weg. Ball wird abgefangen. Weg. Hey, die Spiele so hin, so gefährlich um im Fall. Nein, ich habe mich einfach wieder auffordern. Nein, Leute, wir müssen mit hinteren rennen. Hinteren. Super durchgesetzt. Nein, nicht gut. Oh, gut. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ich bin weg. Ball weg. Goalie, Ball weg. Gut. Maximilian Wöber. Niklich. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Ah, 1-0 bis zu der Halbzeit ist alles eigentlich aber gut.
Villarreal ist am 1-0 am Verlieren. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen welche, uns welche Minute, was, welche Minute bist du eigentlich? Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Scheiße, nein. Geht mit Einwurf weiter. Hä, hey, Leute, das ist... Steckst du mir nicht? Ja, komm, ich kann ein bisschen hindern. Okay, nein, egal. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Jetzt haben sie den Ball verloren. Bamba. Das muss er besser lösen. Der bringt den Ball, könnte gefährlich werden. Oh, Leute, nein. Ah, so knapp. Okafor, schade. Doch noch zur Stelle. Wir sehen nächsten Ball. Bei uns hat jemand gewechselt. André. Erstmal der Pass nach hinten. Was macht er draus? Was für ja, 2-0. Okafor, let's go. Jungs, 2-0. Ich hab's gemacht. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Okay Leute, Okafor sieht gar nicht so in Real Life aus, der sieht viel Gegner anders aus. Bei 4-2 hat Okafor richtig schlecht gemacht irgendwie, auf meine vom Gesicht her, weißt du, ausgesehen. Sie machen einen guten Eindruck. Na komm, 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 führen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Mann, Pass wird abgefangen. Oder ein, zwei Mal nicht mehr machen. Bamba. Burak Yilmaz. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Komm, nein. Renn doch, Okafor, jetzt kann's renn. Gefährlich werden. Jetzt zieht er in die Mitte. Oh, der ist schön ins Kürzeling an mich wett. Aber abgeblockt. Oh, sehen wir zum Glück nicht mehr husk. Ecke kommt in die Mitte. Oh nein! Auf die Linie klärt, auf die Linie. Der kann gerade noch klären. Vorne der Ball gewinnen. Riesenglück gerade, Gold richtig gestanden. Ey, ich will abblockt, das verlangt, es reicht doch. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Oh Jungs und Mädels, mein Trainer hat schon zweimal gewechselt, jetzt schon zum zweiten Mal. Ich hoffe, wir werden nicht auswechseln, wir spielen gerade sehr gut. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist die Ranne. Trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Ball draußen, wird Einwurf geben. Also nicht. Schade. André. Hey, Leute, ich möchte Leute, ich möchte mindestens nur ein Goal machen, dass ich einen Doppelpack kann, dass ich Team of the, also Man of the Match wird. Geduldiger Aufbau. Ja, guter Stein. Nein, Leute. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber so, die haben gerade so eine gute Chance gehabt, um 2-1 zu machen. Wie sie das ärgert, den hätte sie zu gern gemacht. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Er ist weiter am Ball, abwärts. Oh, hey, das ist faul. Leute, hey, tu mir Kommentare, ob das faul war. Sanchez. Was ist safe faul gsi? Ja, vielversprechend. Hey, nein. Safe 2-1, oder? Ja, nein. 2-1. Nein, Leute, 2-1. Vielleicht gibt ihnen dieses wenn sie jetzt mal Ruhe machen zum Zweiten, dann ist es scheiße für uns. Hier ist noch alles drin. Ey, das ist doch. Sanchez. André.
Na Leute, nein, die reine Führer. Nein, Leute. Oh, zum Glück. Gut aufgepasst vom Torhüter. Ist du mehr? Nein. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Nein, letzte Minute. Mach keinen Scheiß. Bitte Renato nicht. Renato Sanchez. Weg. André. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja, let's go. Das war Leute, wir haben 2-1 gewonnen. Let's go, unser erster Win. Okay, sie haben einiges besser gespielt als wir. Also mit Ballbesitz und so. Aber ist mir egal, Hauptsache wir gewonnen. Wie spät ist es? Es ist schon 3:30, okay. In 1,5 Stunden gehe ich auf. Nein, 2-1. Ey, nein, Leute, mein Hals macht so weh. Ehrlich. Okay, ich soll schlecht den Mount und verlieren, Mo. Was ist das? Ey, Leute, ich glaube, wenn ich jetzt... Oh, fuck, was habe ich gemacht? Wenn ich hier... Gar nicht, lass mal ein bisschen schauen. Also ich gebe mir Karriere rein und ich verdiene 16.000 pro Woche. Insgesamt Einsätze 15, Siege 10, Unentschieden 2, Niederlage 3, Tore 6, Vorlagen 4. Das ist auch nicht ganz so gut für die Tore. Und Leute, ich versuche den Verein zu wechseln, aber noch nicht erst nach dieser Saison versuche ich mal auf die Transferliste und schauen, wer mich will. Ich gehe nicht so über Paris oder so, will ich auch nicht. Ich mache so Bundesliga so gehen, so vielleicht Dortmund oder so. Und ja, Basti, das andere weiß ich, ich tue dann nach der Saison, wenn ich mich auf die Transferliste setze. 3-0 gewonnen. Und ich habe einen 2er-Pack gemacht. Let's go, Jungs und Mädels. Gut. Gute Frage. Oktober. Basti. Oh Jungs, ich habe einen 2er-Pack wieder gemacht. 2-2. Oh Leute, und Basti, es kommt jetzt nochmal ein Champions League Finale, also Champions League Spiel. Rückspiel. Ja, ich verliere sonst. Ich muss jetzt gegen. Oh, wenn ich jetzt gewinne und Sevilla verliert, kann ich Zweiter werden. Oh, okay. Ich muss auch nicht mal gewinnen. Ich verloren. Ist... Oh Leute, wir sind fast 76er. Leute, ihr sind in Frankreich. Und in Paris, ich weiß gar nicht. Nein, in Frankreich irgendwo. Nein, nicht mit ihr. Fast gestrickt. Entschuldigung. Leute, ja. Was, ich spielst du schon? Wow, du spielst schon, ich spiele nicht mal, du Esel. Oh Leute, hier natürlich bin ich beim Aufwärmen. Interessantesten Spieler sein, denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen sind eine klare Ansage. Wir sind Basti, 4 Goals in 3 Spielen. Ein Champions League, oder? 4 Goals in 3 Spielen. Spiel heute Abend und Sie sehen es ja. Champions League sogar.
So Leute, ist das Rückspiel, oder? Ich weiß gar nicht. Frank Buschmann, die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Hey Leute, wenn wir so gar nicht, wie viel Goals ich letztes Mal gemacht haben, hä? Lille gegen das ist Schuss bitte. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Recht oben beim Resultat. Die andere Resultat, wo du letztes Mal gespielt hast. Oh mein Gott, die haben einen Zug gemacht. So hatten sie sich das vorgestellt. Ah, hey, nein, Leute, den einen Zug gemacht, den fett ins Eck gehen geschossen. Die fünfte Minute. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Nein, wir gewinnen. Das ist scheiße. Schöne Seitenwechsel von mir. Rasmus Nissen Christensen. Balleroberung, ja. Oh, uns, ja, let's go. Dieses Spielverständnis. Da kommt der Versuch. Oh, ja, nein, Posten. Nein, Leute, Posten. Hey, geil. Er war unter Druck. Gut, er war unter Druck. Absolut, Wolf. Du siehst ja, wir sind gerade mal an Spieltag 4 angekommen. Aber jetzt. Nein, Leute, das hilft mich weg. Die gibt es anderswo nicht im Finale. Das ist schon klasse. All diese Teams, diese Stars, diese Superstars, Jahr für Jahr, super. Ach, schon offside. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Nicht hoch. Flanke, egal, oh fuck. Pfosten. Ah nein, scheiße ich sie. Schuss wieder für 3-0. Schuss wieder 3-0. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Mir schuss gerade mal 1-0 für die andere. Burak Yilmaz. Ich glaube auch langsam, Alter. So wie. So, renn. Jetzt wäre der Platz auf außen da. Könnte der Ausgleich sein. Ey, nein, das fällt schon alle. Oh, Lotte! Schaut. Sanchez. Leute, wie ist bei euch das Wetter? Bei uns regnet es gerade. Der ganze Schnee ist weg. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Oh, gut gemacht, Verteidiger. Oh, noch hat Demi. Ah, Demi, gar nicht ehrlich. Ah, der Demi. Gar nicht, wie das. Hey, Leute, das ist schon ein bisschen peinlich, aber egal. Gefährliche Szene. Oh, kein Tor bei diesem harten Schuss. Demi. Ach, Leute, das ist wirklich ein bisschen peinlich, ich höre lieber auf. Rasmus Nissen Christensen. Wow, ich nenne aber jetzt einfach Ademi. Er rennt. Ey, keiner hilft ihm. Es gibt Einwurf. Direkt wieder zurück. Und nun ein Schuss. Oh, Leute! Ach, das war ein Spiel, ich glaube, sie. Sehr schön, Sammy Spiel von mir und Baumel. So weitermachen geht noch was. Oh, so ein Arschloch. Sanchez. Pass wird abgefangen. Capaldo. Hey, warum hochhauen flach gemacht? Die Chance für den Konter. Leute, ich helfe Ihnen ein bisschen. Okay, nein, ich gehe wieder nach vorne wegen Ausdauer. Das könnte vielleicht stark. Alles weg, die Gefahr damit vorüber. In einer Minute, eine Minute ganz noch für Zeit. Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt's hier zusätzlich. Hey, Leute, nein, was mache ich? Was mache ich? Vielversprechender. Nein, okay, ich bin mit Pause jetzt. Und zur Pause haben beide Teams noch. Ja, nein, Leute, wir müssen das gewinnen, sonst schaffe ich das nicht.
So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Spiel der UEFA Champions League. José Fonte. Oh nein, Leute, nein, nein, nein. Oh mein Gott, was macht ihr? Nein, Leute, 2-0, Leute. Nein, nein, noch nicht. Es kommt, oh, Eckball. Ja, nein, ja, fuck. Ecke kommt kurz. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Oh, Jungs, ich gehe. Oh, fuck, doch nicht. Gute Bam. Balleroberung. Was schade. Ey, Offsides. Gute Aktion. Offsides. Abseits. Hey Leute, bei Barca ist schon 3-0. Und bei uns 1-0 für die anderen, das gibt's doch nicht. Da haben sie jetzt einige Optionen. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen, insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Trufko. Da scheitert er an der Mauer. Na hä? Gefährlich. 2-0. Für klare Verhältnisse. Und mit Leute, die machen zweimal das gleiche Goal. Leute, die machen zweimal das gleiche Goal. Zweimal ins Eck hinein. Hey, nein, Leute, wir haben safe verloren. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Özcelil hat hier bisher deutlich mehr Ballbesitz. Und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen. Hey, nein, Basi, 2-0 für die andere. Sie streben einem Sieg entgegen. Das sieht durchaus vielversprechend aus. 2-0 ins Eck in die Toffe. 2-0. Platz zum Flanken hier. Flanke kommt nicht durch. In Autokreuz hinein einfach. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Jetzt kommt hier der Wechsel. Ja, das ist ein guter Pass. Leute, jetzt ist gang ich, jetzt gang ich. Nein, Leute! Der Goal ist besser als Kanik wert als Manuel Neuer. Da ist die Chance. Jo, genau. Kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum, keine Probleme. Hey, was, wenn du mir den Schuss gesehen hättest, halt, du wärst... Zweimal! Hey, einmal so einen schönen Schuss kann ins Kreuz hier, aber leider gekappt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Der war zu ungenau. André. Hey, nein, bei mir steht Auswechsel und Rot. Scheiße. So, machen wir kein Wunder, machen wir denn kein Goal, Alter. Ja, jetzt kann ich go. Hey, aber. Pass wird abgefangen. Er zieht vorbei. Ist das der Anschlusstreffer? Ja, nein, Poste! Ja, Goal! 2-1, komm! 85. Minute! Jetzt komm führen, rennen führen, Ademi renn! Ademi renn! Renn! Er geht dazwischen. Ah. Nein, 90 Minuten, 1 Minute spielen mit. 1 Minute spielen mit noch eine Zeit. Mehmet Sekicilic. Immer wieder dieses flüssige Passspiel. Genau, Jungs, ist fertig. Fuck, 2-1 so, verloren. Arschloch.
Was? Bei mir hat IB gegen Manchester United verloren. Jo, 2-1. Ey Jungs, wir sind voll fast 7er, wir sind wie 80er im Fall. Ey Basti? Basti? Jetzt mache ich zwei Grüße in einem Match. Also look, im Fall, ich bin voll jetzt 11, komm mal, warte. 11, irgendwas wert. Ich bin 11,5 und ich bin 76er. Hier eins wohne. Ich habe kein Gold gemacht, ey. Ich bin draußen, glaube ich. Aber jetzt kommt's. Oh nein, ich würde gegen Wolfsburg, Alter, fuck. Mine! 2, 3! Jo! 4 kann ich aufholen, aber dann bin ich aber dritte, das bringt aber auch nicht weiter. Warte, nein. Wenn jetzt Sevilla nochmal verliert gegen Losc Lille, dann haben sie immer noch 7 Punkte. Und dann, wenn ich gewinne, habe ich 6. Und dann nochmal gewinne, habe ich. Ich kann easy noch gewinnen. Okay, Leute, ich spiele jetzt gegen wer ist du, Basti? Okay. Oh mein Gott. Wow, Leute, sind wir gerade so gut schießen? Leute, komm, sind wir so gut? Boah. Wow, Leute, der ist. Ich am nächsten Mal nehme ich den. Boah. Du auch vor. So, ich laufe. Ich die aufwärme, die ist da. Egal, kein Bock. In Wolfsburg, Alter, nein, ich alles grün. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit. So Leute, können wir jetzt Leute, wir müssen jetzt gewinnen. Mäßig gewinnen. Ist es schlecht für uns. Wolfsburg gegen RB Salzburg. Tja, Wolf, bei den Gästen will es einfach nicht wirklich laufen. Es droht das aus in der Vorrunde und das wäre ein erheblicher Rückschlag. Noch können sie es abwenden und wir gucken, ob das auch gelingt. Oh, Leute, nein, schade. Das ist natürlich harmlos. Ich habe ein bisschen so viel Hoffnung gehabt. Warte mal, Nase putze. So. Es war lustig, so. Was spielen wir jetzt wichtig? Boah, schon. Ich bin schon noch 16 Minuten, Alter. João Pedro. Schöne Aktion. Da ist die Szene vorbei. Na Leute, nein. Oh. Da blockt er fantastisch. Einmal mehr. Besser geht's nicht jetzt auch. Herr Fußball, Alter. Als diese UEFA Chip. Ja, schau dich doch nur mal um hier. Wahnsinn, Stimmung. Also man meint, das ist nicht der fünfte Spieltag. Man meint, das ist ein Finale.
das Endspiel, es ist ein Riesenspektakel mit tollen Akteuren. Und damit sind sie am Ball. Er lässt sich da nicht aufhalten. Da können sie erstmal klären. Miguel Almirón. Xaver Schlager. Sie verlieren den Ball. Da gehen sie dazwischen. Gute Aktion jetzt. Der Ball geht an den Pfosten. Oh Jungs, mir für den besten Goalie. Lauter, hey, ich hab Ball für lauter kurz Captain Fall. Auf, haben wir auch gefordert, fuck. Capaldo. Da mit viel Ball. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Aber dann werden sie zu leichtsinnig, Ballverlust. Xaver Schlager. Wolfsburg kommt über den Flügel. Chance jetzt zur Flanke. Maximilian Arnold. Pedro! Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut, hart vor mehr Gefühl, dann kann es hier klingen. Der Ball zu Ade. Hä? Was hast du? Das könnte eine Gelegenheit werden. Muss auch noch 0-0. Bei der Ecke würden die Fans zu gerne die Führung bejubeln. Er hatte kurzzeitig nicht mehr den richtigen. Nein, was für faul. Aber er fängt sich und hält die Balance. Es gibt den Freistoß für den VfL. Muss Einwurf geben. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber wenn du so wenig aus deiner spielerischen Dominanz machst, dann kommt halt nur ein Unentschieden raus. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöne Ball im Spiel gehalten. Jetzt lassen sie den Ball laufen. Ja, der Schuss jetzt. Nein, Leute. Rettungstat gehalten. Schöner Schuss für uns, sollen wir nochmal eine machen. 2:40 steht. Kommt in den 16er. Bei dem Eckball ist er da. 3:40. Eine Minute gibt's oben drauf. Sieht gefährlich aus. Capaldo. Nein, Leute, Schuss für uns gewesen. Nein, schaut. 0-0. Aber ich muss ein bisschen ruhig schneiden. So, jetzt geht's weiter. Ja, es ist fertig. Pause. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Xaver Schlager. Oh, ey, nein, es ist... João Pedro. Ey, Leute, nein, da können wir durch. Aber nein. Unser Glatzkopf hat geregelt. Alles gut. Unser Eierkopf. Rasmus Nissen-Christensen. Da springt er über die Grätsche und jetzt ist er vorbei. Jetzt kommt der Schuss. Nein, Leute, wir haben so viel Pech, als ehrlich. Gut aus, aber der Abschluss, wir sind viel besser als dir. Viel besser, also ihr seid viel besser als dir. Verteidigung. Und die...
Maximilian. Nein, Adeyemi ist rausgegangen. In der Presse wird ja schon über den möglichen Wechsel berichtet. Buschi. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Insofern sollten wir noch abwarten, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Macht er gut. Da ist die Hereingabe. Da passt er auf und hat den Ball. Noch Reus. Lol. Weg ist der Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten. Meine Jungs, wir können führen. Sie bringen den hohen Ball. Okay, der ist zu dumm. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne eine Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Ich hab so erkältet, Jungs und Mädels. Was fuckt so ab? Wieder so ein Ballverlust. Joao Pedro. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. Hä, nein, Jungs. Ich hau nicht, ich hau nicht hinfallen, das scheiß Goal ist im Weg. Maximilian Arnold. Kommt jetzt die Flanke? Ja, verarsche. Maximilian Arnold. Oh, ja, unser Goal! Unser Goal hat unseren Arsch gerettet, ganz ehrlich gesagt. Es gibt einen Wechsel. Die Ecke kommt. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Oh, oh. Toller Schuss, strammer Schuss. Wie kann man, wie haben wir vorher können gegen Wolfsburg verlieren? Ich bin so schlecht. Aber ich mache auch kein Goal, warum? Exzellentes Zweikampfverhalten. Das macht er gut. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Zieht einfach mal ab. Nein, Auswechslung drum, schon wieder. Bassi, bei mir schon wieder auswechseln Drohung. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Geblockt vom Verteidiger. Guter Ball. Wird das eine Torchance? Da stand nein! Was für Offside, das ist faul gsi. Egal, jetzt bin ich durch, oder? Nein, ich bin nur drinnen. Vielleicht bringt sie der Joker auf. Ich bin nur drinnen. Haben wir im Haus wechseln? Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Viel Zeit bleibt nicht mehr in dieser Partie und die Fans wollen endlich den Siegtreffer sehen. Nein, was macht der? Groß ist der Lärm hier. Leute, nein, es ist so knapp. Es ist immer nur 0-0. Nein. Ball fliegt hoch ein. Nicht 0, nein. Der Keeper hält und damit zumindest das Remis. Spiel ist gleich aus und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Ecke kommt in 16er. Die Ecke kommt rein, aber der Torwart ist da. Sie können nicht mehr, sind weiterhin im Bedrängnis. Ich fahr. Leute, nein. Kann ich ziehen. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn Sie jetzt treffen, gewinnen Sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Ey, schnell. Warte, konzentriere. Was macht er? Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Herr ja, Stegen, jetzt führe. Könnte die Führung werden. Ja, letzte Minute 1-0. Letzte Minute. Ich hab's Goal gemacht. Letzte Minute. Let's go, Jungs. Letzte Minute Goal gemacht. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann aus kurzer Distanz. Was, die letzte Minute ist Goal gemacht. Da haben sie am Ende. Wir haben das aus, also erstmal fake. Die Hoffnung lebt, noch ist alles drin. Aber. Was, ich schick das wie Bild, wie wir es gemacht haben. Als Video. Wille, das Ruder noch mal rumzureißen. Okay, Leute. So, das bin ich. Den Gegner stehen. Genau mal. Stopp, bitte.
Er lässt den Gegner stehen. Das bin ich. Könnte die Führung werden. Riesenjubel. Pause, ich habe noch geschickt, ja. Hey Leute. So. Hallo Jake, passt gell? I was just 18, boy with a dream, in love with a flow, with a sight and a scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, just 18. Little black boy with a dream with the craziest mind and the lowest esteem, trying to find what happens at a highest esteem. So I had a dream and a couple of extreme. I was thinking about what could make me better. These terms of school never made me clever. Too cool to fool to retain that ever. I was trying to be great, they were telling me never. So got a craft with the work in it. A couple had a laugh when they saw me working it. And I was trash at the start, stunk like a fart. But the heart in my work and me working it. And I was 5 years gone. Nobody's telling me I'm doing it wrong. Cause I was telling them already I'm just 18. Boy, I'm doing it now for fun. Sight and seen. Not many know what it's like to be seen. But I'm getting to know now. They wanna be free to ride on your jeans. I'll be half the fun. Love and flow, the sight and seen. Don't know what it's like to be seen. But I'm getting to know now. Just 18. Oh. Oh Jungs, ich hab Gold gemacht. Ey Leute, das ist echt geil, ich hab schon wieder gewonnen. Nochmal Gold gemacht, das ist... Nicht mit. Ich hab in der letzten Minute hab ich gar Gold gemacht, ich hab gar Gold gemacht in der letzten Minute. Es war schon noch explizit. 2 Minuten Nachspielzeit und genau in 1 Minute 30 haben wir Goal gemacht. Oh Leute, jetzt spielen wir wieder Champions League wieder. Ich muss spielen. Ich muss spielen im Fall. Wenn ich jetzt gewinne, bin ich Zweiter. Gar nicht. Hey Basti, ich kann es rein, gell? Ich kann jetzt spielen. Wow. Spaß, hab ich das gemacht. Wenn ich so drauf, weiß ich auch nicht. Eben. Ich mach auch irgendetwas. Oh, schön. Ehrlich, das ist gut. Okay, nice. Letzter Spieltag der Vorrunde. Sie brauchen Hilfe zum Weiterkommen. Das ist letzter Spieltag. Ist nicht machbar. Ich muss gewinnen. Bleiben Sie dran. Ich bin daheim zum Glück. Heute Abend, liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell. Was ist für mein letztes Spiel? Was ist für genau mein letztes Spieltag für die Champions League? Tja, letzter Spieltag, Wolf. Heute muss der Einzug in die K.O.-Runde her. Und die Frage ist, halten die Nerven? Wir haben die Schlagzeilen gesehen. Das ist... Warum so hektisch? Warum? Zuversicht, was da in den Medien verbreitet wurde. Also es wird eine enge Geschichte. Capaldo. Der ist weit. Hm.
Uschi, wichtiges Spiel heute für die Gastgeber. Heute können sie den Einzug in. Ja, ist gut. Schieß. Jetzt liegt was in der Luft. Ja, 1-0. Let's go. 1-0. Bossi. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. Adeyemi. Adeyemi. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Welcher Platz bist du eigentlich bei Champions League? Welcher Platz bist du? Ah, ja, du kannst easy wieder kommen, Alter. Nee, wieso? Und du? Wie viele Punkte hast du? Du musst gewinnen. Rakitic jetzt am Ball. Rakitic, stimmt, wir gegen Rakitic spielen. Ey, Basti, ich schaue noch mein Livestream im Abend voll. Und jetzt haben sie den Ball. Suso. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Niemand kann ihn aufhalten. Oha, wie verliebt sie. Aber dann verlieren sie den Ball. Keine Gefahr mehr. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Oh, schade. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Schauen wir ihm ins Gesicht. Ja, ja. Wirklich? Der kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene und weiter nur eine knappe Führung. Gomez. Nein, ey, das ist doch nicht. Sevilla kriegt den Einwurf. Acuña. Da ist Gomez. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Sie spielen stark. Herr Okafor, rein. 2-0 Okafor. 2-0 Okafor. 2-0 Okafor. Das Spiel aufziehen. 2-0 steht hier, sie machen einen guten 2-0, Okafor. Ah, oh, da war der Druck, der Ball ist weg. Die Gastgeber haben so ihre Probleme. Oh, fuck, hab ich falsch gemacht. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Das könnte es sein. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Guter Pass. Kann er was draus machen? Oha, haben wir nicht Linksfüßen. Eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein Pause schon wieder. Na, wir müssen in 2 Minuten. Delaney. Gomez. Niglich. Klasse Aktion da. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Okay, Leute, bin ich fertig. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen. Bitte kurz kommen. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Gute Aktion. Das war ein Wow, das Foul, ey. Weg ist der Ball. Da wäre Platz für den Schön. Oh Jungs, ich glaube, ich muss so fest sein. Aber wir sehen es ja, da kommt kaum Torgefahr auf. Ist natürlich auch nicht leicht, so einen Ball dann perfekt zu treffen.
Gomez. Hey Basi, ich glaube, ich kann noch der Only offline, also noch meine Live beenden und dann wirklich GTA, weil das ist ein neuer Monat. Wichtig, dass und wegen Black Friday, weißt du? Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Gültig ist. Heute nach dem Match gehe ich live beenden und dann komme ich vielleicht morgen. Nein, morgen kann ich nicht. Freitag kann ich auch nicht. Und eher am Samstag wieder online. Und nein, morgen eventuell. Freitag komme ich nicht und Samstag komme ich safe. Hoffentlich. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Zu 50%. 0% komme ich gar nicht. Wenn ich hier komme, kommt schon nicht wieder um. Und Leute, wir machen nur weiter, wenn wir zu zweit sind. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Nee, Leute, ich habe Freitag auch Training, bis um 10:30 habe ich Training. Wir können es nicht anders also sagen. Also ohne Spaß bis 10:30. Ein Grund dafür ist das Ergebnis im Parallelspiel. Da hoffen sie ja, dass alles in ihrem Sinne läuft. Hey, aber faul. Da haben wir aktuell genau das Resultat, das sie überhaupt nicht gebrauchen können. Und das ist natürlich bitter. Ja, ups, habe ich falsch drauf gedrückt. Youssef En-Nesyri. Basti, machst du deine Privatsitzung? Mit der besseren Ballbesitzquote. Okay, dann mach ich. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Hä? Um ein A wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Ich auch nicht. Nein, Leute, er ist immer 24. Oh, Leute! Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance! Nein, Pfoste! Leute, hat Porsche getroffen. Im Studio jetzt alle Infos dazu. Wir haben hier das erste Tor für den VfL Wolfsburg. Nein, Wolfsburg hat gut gemacht. Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 82 Minuten. Danke. Scheiße, Wolfsburg hat gut gemacht. Ivan Rakitic. Ja, könnte was werden. Nein. Da haben sie jetzt den Ball. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Immer noch im Spiel. Klasse. Oha, das war, oha, den will ich umbringen, Alter. Das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Für diese Aktion gibt's hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja, Leute, wir sind fertig, ich wundere. Das ist für Sie jetzt auch dieser Wettbewerb beendet. Sie haben es am Ende nicht geschafft. Ja, Sie wussten natürlich, jetzt oder nie, auf diese Partie hier kam alles an. Erfolg oder Misserfolg, es hat nicht gereicht. Und das ist enttäuschend, das ist deprimierend. Letzte Minute. Weg mit dem Ball, weg mit dem Ball, weg mit dem Ball. Oh mein Gott, Leute, ja! Oh mein Gott! Er hat sich einfach die Live geliked, gell? Boah! Digga! Zwei Einzel! Leute, noch zur Information. Abonniert alle Game TV. Und ich heiße Gaming Video heiße ich. Und abonniert alle Game TV. Alle. Leute, bei mir steht, dass Lewandowski Ballon d'Or gewonnen hat. Scheiße, Lewandowski, Alter.
Leute, ich simuliere ganz kurz zum nächsten Champions League Spiel, weil ich möchte wissen, wie wer ich spiele. Und dann gehe ich gleich weg. Dann ist au revoir. Aber dann nein, zwischendurch kommt noch ein Viertelfinale. Was soll ich machen? Also nein, ich meine simuliere, ich weiß einfach nicht. Leute, ich bin 77er geworden, let's go! 77er Rating bin ich jetzt da. Bei mir haben. Nein, ich bin. Es heißt nicht Fehlerpass, es heißt nicht Fehlerpass, es heißt Fehlpass. Wenn ich das nächste Spiel für Champions League. Das ist mir schon klar. Ja, wer Tatum? Wer hat bei dir gewonnen? Spielte. Team of the Year Sturm. Oh fuck, weggegangen. Team of the Year Sturm. Foden, Grealish, Suarez und Lewandowski. Oh, Bassi! Bassi! Borussia Mönchengladbach hat mich einfach so ohne Grund angefragt. Borussia Mönchengladbach. Ich habe gesagt, ich will, wie heißt es, Bundesliga gehen? Ich habe gesagt. Oh ja Jungs, ich muss ihn so wieder trainieren, aber jetzt, ich mach das im nächsten Live-Video. Und speichern und beenden. Jo. So Leute. Ja, also Leute. Von meiner Sicht ist es zu Ende. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Like und ein Abo da lassen. Schreibt in die Kommentare, was man soll verbessern oder so. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt und ein schönes Video. Ich hoffe, es war spannend. Wenn nicht, dann ist es halt, ja, blöd. So gesagt eigentlich. Und ja. Und ich hoffe, schreibt mal in die Kommentare, welche Spiele wir spielen sollen. Wir haben UFC 2, GTA, FIFA, Minecraft haben wir. Ja. Ja, meine Sicht war das und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und zum nächsten Mal. Peace, Leute!